Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dungeons and Dragons Online. Wir sind weiter in der Nekropolis unterwegs, in der ersten Reihe auf dem Weg zum Abbot, dem Lich Lord, und gehen in die nächste Quest. Tome of the Immortal Heart heißt das Ganze. Wieder gilt es, eine Mumie zu vernichten und das Ganze auf Elite. So, nochmal hier wieder alles einstellen, richtig. Zack, zack, zack. Okay. Die Klingen vergiften. Unseren Fergus rausholen. Und damit es auch diesmal wieder etwas schneller geht, den Xurt. Hier kommt Kurt, könnte man auch This sagen. tomb is well kept despite its age. You feel intense cold radiating from a glowing circle in the middle of the room. Also es geht jetzt darum, diese Feuer auszumachen. As the flames from the urn subside, the surrounding doors slide open. A rune-scarred skull is mounted above the doorway here. It seems as if it watches your every move. Gehen wir hier zurück und auf der anderen Seite weiter. More books line the walls here, each one written in a complex cipher that defies translation. Bücher lassen wir liegen, die bringen höchstens ein bisschen Hintergrundstory noch, aber auch nicht weiter wild. Wir gehen jetzt hier längs. Gehen durch diese Tür, weil dahinter ein optionales ist, was ich gern machen würde. Ansonsten kann man das auch links liegen lassen. This room is furnished for living occupants. The cultists seem to appreciate the finer things in life. Ich dachte, hier spawnt. Nehmt, aber gut. Gehen wir erstmal weiter. Bleiben. Gehen wir hier weiter.
Buch rausretten, bevor es verbrennt. Ah ja. Genau den wollte ich. Super. Das war nämlich ein Zwerg. Und dann müsste der Prälat Ibram, da müsste der sein, sehr gut. Ja, fehlen nur noch 11 andere Zwerge mit dem Namen. Uah. So. Dann geht es wieder weiter. So, noch ein Feuer. Das war hier, glaube ich. Ja, wenn man diesen Mummy Rod hat, muss man immer einmal Cure Disease und einmal Remove Curse machen, sonst kommt er immer wieder. Oder Mummy Rod Cure Elixir. Ist auch lustig, dass man das ausgerechnet hier kriegt. So, und wir gehen in die, ja, vorletzte Quest, aber die letzte Tome hier. Das ist dann Sanguine Heart. War das jetzt bei mir? Nee. Hä? Jetzt zeigt es ja nicht an. Achso, das ist dann bestimmt bei dem Higher Links dann. Okay, und auf Elite rein da. So, hier müssen wir jetzt so eine bestimmte Art Zombies suchen. Und zwar, ja, wie soll man sagen, Vessels heißen die, ne? Das sind diese Vessels of the Faith. Die muss man da jetzt sammeln. Oh, was heißt sammeln? Umbringen? So, weiter gucken, ich schaue gerade nochmal nach. Hier gibt es noch zwei Zwerge, denen wir einen Besuch abstatten könnten. Das werden wir auch mal tun, würde ich sagen. Schauen wir mal, wo die sind.
geht's. Ja, Hebel ziehen. Hallo. Danke. Und auf geht's. Hier links. Strange ripples form on the surface of the fetid. Ja, Feuerbälle rein. Los, komm. Sehr gut. Oh, hier ist eine Falle. Wo sehe ich? Ah. Mittendrin. Stand nur dabei. So. So. Ja, wir gehen erstmal hier rechts rum. Da müsste ein Zwerg kommen. Und wieder eine Falle hier, Jungs. Decay bubbles up from the water here. All magics are at work in this chamber. Auf jeden Fall war da so eine Wessel bei, das ist schon mal gut. Genau, diesen Taskmaster wollen wir da killen. Genauso einen ähnlichen Raum gibt es dann auch noch im Westen. Da gehen wir jetzt auch nochmal hin. Müssen wir jetzt nicht unbedingt rein, wir gehen hier weiter. Oh, leck. Where? Hier ist mein Spot nicht hoch genug, habe ich das Gefühl. Thank you.
Auf geht's gegen Taskmaster Erastus. Aber bevor wir hier irgendwas ziehen, nochmal einmal gucken. Okay. Vorsichtshalber. Scheint nichts zu sein. Schrott drin. So, die haben wir jetzt gemacht. Die kann man auch halt sein lassen. Ich habe sie jetzt gemacht fürs Monster Manual. Wieder zwei Zwerge mehr, die einem das hier ergänzen. Und so fehlen uns nur noch 9. Super. So, jetzt geht's wieder auf den Hauptquestweg. Wir müssen noch eine so eine Fessel finden. Ist ja auch nicht schlecht, auch wenn man sowas macht nebenbei. Da gibt es dann auch Fessel. Glaube ich, ein Schrein noch war. Nee, da nicht. Stimmt. Der Schrein, der war erst ein bisschen später hier. Dann rechts rum. So. Und hier war der. Falle aus der Gang hier. Da ist auch die letzte Fessel, die uns fehlt. As the final cultist falls, you hear a voice whisper, "Who dares awaken me?" Aber auch fies. Am Schrein nochmal eine schöne Feuerfalle. So. Mal komm. Your footsteps echo through the vaulted chamber. The sound is disquieting to your ears. The acrid smells of incense and tannin waft in from the chamber beyond. Enenu crumbles to ash and dust. Sehr gut. Das waren die Tome of the Immortal Heart und Tome of the Sanguine Heart. Hier machen wir einen kleinen Cut.
und sehen uns in der nächsten Folge, im letzten Teil dieser Reihe wieder, in der Bloody Crypt. Bis dahin, alles Gute, wir sehen uns, ich hoffe bald wieder. Und sage Tschüss, euer Tito.